Anfang des Jahres war die Richtung des E-Sports für Gwent bei CD Projekt noch klar. Erst einmal das Spiel veröffentlichen, Spieler bei eigenen Turnieren unterstützen und dann sehen, was sich entwickelt. Community right now. Die Community veranstaltet schon viele Offline- und Online-Turniere und wir unterstützen sie so gut wir können. Trotzdem ist Gwent noch in der geschlossenen Beta und daher können wir jetzt noch nicht einen Haufen Turniere veranstalten, wenn das Spiel noch nicht einmal veröffentlicht wurde. A huge boom of tournaments when the game is not even released yet. 10 Monate später hat sich dann doch viel getan. Die ersten größeren Turniere sind bereits gestartet und auf der Gamescom wurden die Gwent Masters angekündigt. Eine Turnierserie, die bis Januar 2019 gehen soll. Im 1-2-Monats-Rhythmus müssen die Spieler 3 Turnierformate überstehen und Punkte sammeln, um am Ende in die Finals zu kommen. Als erstes stehen die Open Tournaments an. Diese betreffen die Top 200 der Profi-Rangliste. Um aber überhaupt in diese zu kommen, müssen sich Spieler im normalen Ranglistenmodus auf Rang 22 spielen. Dort werden dann nach jeder Saison Kronen für Siege verteilt. Der Erstplatzierte bekommt 80, der Zweite 70. Diese Abstufung geht weiter bis zu den besten 200 Spielern. Wer dann nach den verschiedenen Saisons auf den ersten 8 Plätzen steht, ist für die Gwent Opens qualifiziert, einem Offline-Turnier mit einem Preispool von 25.000 US-Dollar. Zudem bekommen die Spieler, abhängig vom Rang, auch hier wieder Kronen für ihr Konto spendiert. Im nächsten Schritt sind dann die Challenger-Turniere dran. Diese finden nach 2 Profi-Ranglisten-Saisons statt und besitzen einen Preispool von 100.000 US-Dollar. Eingeladen werden der Gewinner der vorherigen Challenger-Serie, 2 Wildcard-Teilnehmer sowie 4 Finalisten der vorherigen 2 Gwent Open-Turniere und die 3 Spieler mit den meisten Kronen. Der dritte und letzte Schritt ist dann das World Masters-Turnier. 250.000 US-Dollar warten für die Gewinner im Preispool. Eingeladen werden die 5 Gewinner der Challenger-Veranstaltung sowie die Top 7 der Kronenrangliste. Es ist also ein langer und harter Weg für einen Weltmeister, den er gehen muss. Doch wie bei allen E-Sport-Disziplinen stehen die Möglichkeiten jedem offen, der entsprechende Fähigkeiten besitzt und natürlich viel Zeit investieren kann. Alle anderen bekommen zumindest eine Vielzahl spannender Events in Gwent serviert.